Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Nordfrischmarsch vierfach am wunderschönen guten Tag wünsche ich. Jo, wie ihr sehen könnt, habe ich schon vorgespult, weil ich in der letzten Folge war ja schon wieder 22 Uhr. Da haben wir ja das Restliche gekalkt und den Herbizid gespritzt. Und ja, jetzt müssen wir uns einmal um die Tiere wieder kümmern und zwar ausmisten. Jo, das machen wir jetzt einmal schnell. Und dann schauen wir, was wir noch weiteres zu tun haben. Ich glaube, die brauchen wieder was. Ein Futter oder Stroh oder Wasser. Das müssen wir dann schauen. So, machen wir das mal. Das ist jetzt. Dann müssen wir jetzt noch dort bei den Schweinen vorbeischauen. Und dann schauen wir, was sie noch brauchen. Die sind wieder bei Null Dings. So. Lass mal den Dorm stehen. Was brauchen jetzt ein Droh? Brauchen wir einmal auf jeden Fall. Ich würde sagen, stellen wir den noch hinten rein. Geht sich das aus? Was muss ich schauen? Na, stellen wir da aus in den Regen. Macht nichts. Ist ja nichts los. So, der steht auch noch da. Er ist auch noch da. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns ein Fenster mit einem Stroh. Dann gehen wir das einmal aufladen. Machen wir das durch da. Ich weiß nicht, warum es immer aufgeht. So. Machen wir ein Stroh. Uiuiui. So. Oh. Ein paar tausend Liter wahrscheinlich so. Es wird reichen, glaube ich. Und gut. Dann schauen wir mal, was noch fällt. Das war wieder gut. Eieiei. Ja, lass mich vielleicht wieder einsteigen. Ah, danke. Andu. So, jetzt mir wird's gehen. Braucht man noch Wasser. Dann fahren wir mal gerade weiter zu den Kühen. Mann, du. War doch. Jo. Nix.
knapp 10.000 Liter, den Rest bringen wir oben auf, wieder ins Lager. Ja, was haben wir jetzt noch zu machen? Wie viel Milch haben wir denn schon? 700 Liter, das ist noch ein bisschen wenig. Nehmen wir mal die Zeit auf 30, damit der Regen schneller aufhört. Dann passt das. Na, schauen wir mal, wann der Regen aufhört. So, was steht jetzt auf die Felder an? Unkraut ist weg. Im Wachstum. Was haben wir noch? Kredit haben wir ja keinen. Könnte man vielleicht einen Auftrag machen? Oder nicht? Ja. Hätte ich keine Lust dazu. So. Da ist auch nichts drinnen. Ah, lass mich doch. So, Diesel ist drin, aber kann man drei zu verarbeiten. Kompost sind noch 13.000 drin. Wie viel ist da drin? Da ist auch noch voll. Wie viel kriegen wir momentan für Kompost? Ah, das ist zu günstig. Müssen wir noch ein bisschen warten. Dann schauen wir kurz einmal. Okay. Nein. Alkwick ist zu teuer. Saatgut kostet 120. Jo. Es passt dann. Kann man mal die Zeit schneller machen, weil das macht mir narrisch, wenn es so regnet. Dann würde ich sagen, ist auch wieder Zeit zum Gras mähen. Und das ist Arbeit. Geht's auch gut. Da ist eine Gülle drin. Ja, das hat man noch machen, aber da bin ich noch nicht dazu gekommen. So. Jetzt ist bald einmal auf zu regnen. Oh, jetzt war es schön, wenn das Wetter auf besser war. Dann könnte man weiter across mähen gehen. Ja, kuppeln wir mal das Mähwerk an. Und stellen den Anhänger und das Dach. Dann werden wir schauen, ob es trockener wird.
Blut und Schaum an. So, jetzt kommen die Leute Rückfahrkünste. Ah. Ich hab schon wieder zu viel geredet. So, packen wir schnell ein, kuppeln wir das Mähwerk an. Dann warten wir, bis der Regen aufgehört hat. So, ja. Das Gewicht noch irgendwo hin. Dann schnappen wir uns das Frontmähwerk als erstes. Und dann passt das. So, Rückmähwerk noch. Komm. Schau mal. So, die Felder. Im letzten Wachstum. Was kosten die Silageherstellung? 195.000. Würde ich sagen, nehmen wir unseren Kredit auf. Und dann bauen wir die uns da her. Und dann zahlen wir mit dem Geld, was wir verdienen, wieder zurück. Oh, schauen wir uns die kurz an. Passt perfekt. Machen wir das noch ein bisschen mit dem Tool da. Damit da wieder Wiesn ist. Jo, passt das. So. Da brauchen wir jetzt Gras. Würde ich sagen, machen wir das schnell. Dann nehmen wir das in der nächsten Folge in Betrieb, würde ich sagen. Ist wieder gut.
Muss mal schauen, damit wir den Kredit wieder zurückzahlen und dann passt es wieder. So, das war's dann wieder für die Folge, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gern ein Like da, schreibt es einen Kommentar und vergesst nicht, in der nächsten Folge vorbeizuschauen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.